gucken wir mal, da ist kaputt. Da ist offen, auch sehr schön. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon hier an Punkte gelandet, wo ich noch gar nicht war, aber ist jetzt auch alles egal. Gucken wir mal. Lalilu. Ja, ich denke, sie sind alle kaputt. Klingeln dann einfach, Frechheit. Wir gucken mal, was wir alles noch so finden hier. Da ist zu und da ist mit der Kette abgeschlossen. Genau, mit Mutter und Schraube befestigt, heißt nicht mit Schlüssel, sondern ich brauche einen Schraubenschlüssel oder etwas ähnliches, bitte. Hier geht's, weiß ich nicht wohin, keine Ahnung. Wir recherchieren das einfach mal. Ist egal. Dann gehen halt jetzt die Patronen drauf, ist okay. Aber da sehe ich doch, an der Ecke habe ich gerade noch einen gesehen. Also einmal. Zuerst ein Gesundheitsdrink. Dann wechseln wir die Waffe, nämlich zu dem hier. Die laden wir natürlich noch neu. Okay, hier ist alles schon ein bisschen düsterer. Alles klar. Jetzt hab ich mich. Nochmal. Immer weiter. Bist du auf dem Boden? Nämlich so. Ja, hier steht aber auch an jeder Ecke, dass es die Hazel Street ist, ne? Also Station Hazel. Was haben wir hier? Müll. Alles voll mit Müll. Wow! Okay, leichter Angstmoment. Das sind aber auch ekelhafte Hunde. Geh weg von meinem Bein. Ah, auf den Knochen. Igitt. Aber ist schon wieder zugeheilt. Alles okay. Gesundheit ist noch in Ordnung. Ich will mir noch ein bisschen mehr Patronen sammeln, also ich will mich noch nicht so unbedingt auf der hier, auf der Masse an Patronen, jetzt fast 60 Stück, ausruhen. Einmal auf die Karte gucken. War ich da schon? Ah, ein Nussknacker. Damit werde ich bestimmt die Kette abmachen können. Und ob ich jetzt noch auf die anderen ganzen Bahnsteige werden rauf muss, vielleicht da keine Ahnung. Zwei Hunde, ist ja eklig. Nee, keine Lust auf Kämpfen. Ist okay, Hundis, ist okay. Oh, hier geht's auch noch runter, ach du Schande. Na, wo geht's da jetzt hin? Wow! Ja, Gesundheitsdrink. Gesundheitsdrink und Patronen.
Und noch ein Köfferchen. Scheint keine besondere zu sein. Ey, der... Der Typ schläft nicht. Das glaube ich auch nicht. Warum bin ich nicht im geringsten überrascht? Ich glaube, dieser Albtraum hat meine Sinne etwas abgestumpft. Ja, ich glaube auch. Alter Falter. Oh, Hund neben mir auf Treppe, wie fies. Geh weg. Zeitlupenspringende Hunde, geht alle weg. Ich würde ja wirklich mal ganz gerne wissen, warum das alles hier in Zeitlupe teilweise abläuft. Ich glaube, an der Framerate wird jetzt nicht liegen, aber... Naja, was soll's. Ich wundere mich über sowas einfach nicht. Genau, das wird schon die richtige Entscheidung sein. So, wo geht's hier lang? Ach ja. Zu den nicht funktionierenden Telefonen. Knickknack. Sehr schön. Dann einmal hier wieder nach oben. Erstmal die andere Seite ein bisschen unsicher machen. Irgendwo muss noch der Geisterfried sein. Mal gucken, wo. Entweder hier auf dem Bahnsteig, glaube ich, oder auf dem anderen. Mal gucken. Hier komme ich übrigens durch, sage ich ja. Das sind auch Telefone. Alle sind kaputt und ich höre ein Klingeln. Das ist herrlich. Da ist die Tür immer schön zu. Nee, North End ist doch... Da war ich doch auch schon, oder? Gucken wir mal. Ja, da war ich offensichtlich. Ja, da war ich überall schon. Sehr schön. Auf die andere Seite muss ich nämlich... Ich gehe hier irgendwie im Kreis und merke es gar nicht so richtig. Auch gut. Schön, dass auch überall Ausschilderungen sind. Also eigentlich muss ich ja nur diesen Ausschilderungen folgen. Warum mache ich es nicht? Ich habe keine Ahnung. Einmal da lang. Ein Speicherpunkt. Ja, das kenne ich ja schon mit den Feuertüren. Ein Speicherpunkt. Hihi. Leuchtenrotes, schönes Zeichen. Ist natürlich ein bisschen ansprechender als so eine rote Seite, obwohl... Naja, da kann man auch sehr viel reininterpretieren. Das ist natürlich auch sehr schön. Gucken wir mal, ob das schon hier ist mit dem Bahnsteig. Sieht nicht so aus. Doch. Da ist das okkulte Buch. Ja, bla 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 bla. Einmal Fix Sense, dann wisst ihr schon, was los ist. So. Fertig mit der Erklärung, reicht. War das jetzt hier mit dem Bunch? Ne, offensichtlich noch nicht. Oder doch? Das. Ja, okay, gut. Doch, war hier. Und jetzt auf einmal. Kommt ein Zug? Nein, kommt keiner. Hm, ist ja doof. Eigentlich soll man ja nicht vor die gelbe Linie da am Bahnsteig gehen, aber ich mach's trotzdem. Bitte halten Sie sicheren Abstand. Warum sollte man jetzt das tun? Ja, das zeige ich dir schnell. Plups. Und da kommt ein Zug. Schnell hochklettern. So. Und schon ist alles wieder gut. Tada, nichts passiert, alles gut. Hihihi, Kicher, Kicher. Jetzt einmal hier hoch. Zurück zum Speicherpunkt. Der war ja, glaube ich, hier jetzt irgendwo. War der hier? Ja. Da ist der Speicherpunkt. Zack.
Einmal bitte speichern. Nee, es ist einfach nicht HD. Ich merke das immer wieder. Es ist nicht so wirklich HD. Aber mein Gott. Dann halt nicht. Ja, Versuch war es ja nun wert. Nein, es ist nicht HD. Wo muss ich jetzt hin? Ist da hinten Plattform 2 das mit der Kette? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Ich meine, ja, ist es. Jetzt einmal hier den Nussknacker suchen. So. Jetzt ist die Kette auf mit einer schön gezeichneten Zwischensequenz. Wir zeichnen zwei Bilder, lassen die dann seicht ineinander übergehen und schon ist alles perfekt. Jetzt gucken wir mal, wo uns das hier hin. Ah, Zug. Würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben einen Zug gefunden. Da geht es noch weiter nach unten. Da geht es gar nicht durch. Dann gucken wir mal, was da mit dem Zug ist. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, bitte steigen Sie jetzt ein. Was? Ja, es ist auch ein sehr, sehr langer Zug. Oh! Ein als Geschenk verpackter Karton. Ein Geburtstagsgeschenk? Nein, glaube ich nicht. Niemand, den ich kenne, gebe mir sowas Anstößendes. Aber ich nehme es trotzdem. Das könnte nützlich sein gegen die Monster. Eine Schrotflinte. Okay, da ist irgendwas. Ich sattel um zur. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Test für die Schrotflinte ist, aber einmal die Pistole. Du bist eklig. Wow. Und fett! Und stark und schnell und groß und hässlich. Und ich glaube, es ist tatsächlich Zeit für die Schrotflinte. Nicht, dass ich irgendwie jetzt groß Angst hätte, aber ich glaube, die Schrotflinte ist wirklich dafür gemacht, für so einen kleinen Brocken. Na komm. Sag ich ja. Ah, so viel Fett. Ich komme gar nicht da durch. Meine Stiefel versinken regelrecht in seinem Körper. Ja, dreht ruhig drauf. Ich weiß nicht. Na, er geht erstmal voll in die Sicht zusammen. Das war also doch nur ein aufgepumpter Muskelprotz. Hab ich's doch gewusst. So, und jetzt nehmen wir die Pistole. Für spätere Zeiten. Sehr schön. Wow.